Hallo und herzlich willkommen bei Garnelenleben Blog. Heute geht es mir um das Thema Eingewöhnen. Wie gewöhnt ihr eure Garnelen ein? Das ist ein heikles Thema, denn wenn man es nicht richtig macht, kann man sich da wirklich Ärger einbrocken. Und heute zeige ich euch eine der günstigsten Varianten und der sichersten Varianten für euch zu Hause. So mache ich es nämlich schon seit sehr langer Zeit. Man nehme einen Luftschlauch, Länge, je nachdem wie hoch euer Aquarium ist. Ich habe so ungefähr die 2 Meter. Dann habe ich einen Luftschlauch, entweder einen Einerverteiler, wenn ich meistens einen Einerverteiler, Luftverteiler. Dann kann man die richtige Wassermenge genau dosieren. Das ist perfekt. Und einfach ein Ende ins Aquarium, das befestige ich noch mit einer Kleinigkeit, das andere Ende in den Eimer mit den Tieren und laufen lassen. Und wie lange mache ich das? Das mache ich etwa, wie lange mache ich das? Etwa 5 Stunden bei einem Import aus Taiwan, oder mache ich das so 5-6 Stunden bei einem normalen, beim Händler, wenn ich es mir hole, dann mache ich das so etwa vielleicht 4 oder 3 Stunden, 4 Stunden mache ich das schon, das ist schon eine Mindestmenge, Mindestzeitangabe. Einfach mal das Video anschauen, das zusammenzubauen ist ziemlich einfach. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und ich wünsche euch viel Spaß.